Hallo und herzlich willkommen! Es ist wieder soweit. Dead by Daylight mit der Susi und mir. Ja, ich bin hier mit dem Jake gestartet und der geht direkt an den Generator und ich renne erstmal weg. Ich bin mitten auf der Straße gestartet. Und ich glaube, ich habe echt Verbindungsprobleme. Wie, die blockiert mich. Seh dich. Hi. Jetzt gehe ich wieder an das Haus, weil die Julia hat mich hier gerade geblockt. Ich weiß nicht warum. Ah, vielleicht haben wir korrupte Intervention. Ja, wir haben korrupte Intervention. Ja, der Killer ist auch. In the near. Oh, ja, da. Es war mein Mann gerade hier. Ich habe ihn weggerufen. Also ich bin direkt am Haken. Es ist übrigens Spirit. Schon wieder. Ich bin im Schrank. Und sie hat Pop. Und sie hat keine eiserne Jungfrau. Also Schrank gehen ist kein Thema. Sie kommt direkt wieder zum Haken. Und sie ist, glaube ich, Jake hinterher. Ich bin jetzt hier an den Generator gegangen, den der Jake angefangen hatte. Ja, da bin ich jetzt auch. Hi. Hallo. Also Jake ist jetzt quasi direkt hinter mir, kommt hier in die Richtung gerannt. Ist auf der Straße. Nein. Ist noch relativ nah hier rum. Ja, aber ich höre keinen Killer. Das ist schon klar. Hm. Oh, ich habe immer noch dieses blöde Tanz mit mir mit. Ach, verdammt. Probierst du mal was Neues aus? Doch nicht schlecht. Ja, aber dieses Tanzen mit mir, das bringt überhaupt null. So, weißt du, gefühlt. Gehst du zum Haken? Ja. Nein, sie ist hinter mir. Geh nicht zum Haken. Ich versuche jetzt hinzukommen. Ich geh weg mit ihr. Oh, diese ganzen Gartenzäune. Okay, das war halt richtig blöd hier, aber okay. Spirit, das war von uns beiden gerade ein bisschen schwierig. Also, die hätte sich doch euch mal eher bewegen können. Da muss ich vom anderen Ende der Karte hierher gerannt kommen, ey, alles. Denken gut mit die Mates. Sie kommt hinter. Aber hat Spirit das coole Kirschblüten-Outfit an? Ich hab sie noch nicht gesehen. Yui ist bei mir. Oh, hi. Was? Sie hat mich durch den Zaun gehauen. Wie mies. Was ist das denn, ey? Das ist gemein. Die Yui, die heilt mich übrigens auch nicht. Ich bin schon wieder am Generator. Oh. Das ist einfach so. Das ist das Kirschblüten-Outfit. Ich hab auch nicht das Kirschblüten-Outfit. Deck ist bei dir. Naja. Ich weiß nicht, ob er nah genug dran war, um nicht gesehen zu werden. Wir machen jetzt hier einen Generator an. Und die heilt mich immer noch nicht, die dumme Kuh. Hast du nicht Selbstversorge dabei? Ja, aber ich dachte, die will einen Generator fertig machen. Jetzt habe ich einen Killer wieder an der Backe.
dachte, die wollte mich danach heilen. Ich habe falsch gedacht. Also auf die Yui können wir uns nicht verlassen. Ihr handelt nicht altruistisch. Ja, richtig. Ich brauche mal einen Schrank. Das habe ich aber nicht. Jetzt kommt die mich wieder abfarmen. Deiner geliehenen Zeit kannst du dir auch sparen. Hättest mich einfach mal heilen können. Ist bei mir. Boah, ey, das leckt mich doch am Arsch, ey. Was ist das denn hier schon wieder? Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ich werde gemorried im Übrigen. Ja, ich sehe es. Dann hat die ein rotes Mori. Ich spiele dieses Spiel ab sofort nicht mehr. So. So, haben wir jetzt hier noch? Flackert's noch? Gut. Aber ich bin immerhin mal länger in der Runde als die Susi. Ja, das stimmt. Ist schon mal was. Ja. Ich glaube, die ist noch bei... Jake rennt hier rum. Ja, sie jagt noch die Yui. Ja gut, sie sollen auch sich ein bisschen jagen lassen. Dann mache ich hier den letzten Generator an. Ich habe doch gesagt, Yui, du sollst dich jagen lassen. Jake ist auf dem Weg zu dir. Ach, Jake! Oh, ich bin erschrocken. Ah, sie kommt instant in eure Richtung. Sie swiped. Sie ein guter Killer ist, hat sie das gehört. Ja, hat sie. Ja, Yui, hat die sich jetzt sterben lassen? Nee. Sie hat Jake erwischt. Oh, sie ist auch gerade irgendwie nicht bei Jake. Keine Ahnung, wo die ist. Wird sie gleich hier sein, wahrscheinlich. Jake hat eine Karte gefunden. Yui rennt oben ins Haus. Ja, Spirit rennt auch jetzt um das Haus dort rum. Dann gehe ich wieder in den Keller. Yui hat Selbstfürsorge und ist an einem Gen, der noch nicht an ist. Aber Spirit ist auch hier. So, Jake. Ist ja nicht viel weiter gekommen. Hast du denn... Adrenalin? Warte. Nein. Okay. Oh, sie hatte den Decisive Strike. Diese goldenen Handschuhe. Aus. Ja. Okay, dann halt nicht. Aber warum wird sie nicht gemorried? Sie doch nur eins mitgehabt. Das war ein grünes. Damit kannst du einen. Sie kommt jetzt zu dir. Als ob.
Pony. Städtische Umgehung. Bestes Burg. Jake ist. Ah, verdammt. Nöt? Nee. Komm, Yui, ab. Ja, Jake ist, glaube ich, schon dort. Ach, schade. Jetzt bin ich auch tot. Oh. Warte, dieses Spiel. Rang 2 Kinder. Kinder. Teen. Was? Teen. Titi Boys. Okay. Wow. Ja, es ist, weil wir jetzt halt auch beide wieder rot sind. Ich will nicht mehr rot sein. Na gut, gucken wir, wie es in der zweiten Runde läuft. Hoffentlich besser. Neuer Versuch. Der Killer hat auf jeden Fall kein Mori dabei. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Heißt, Susi kann nicht wieder gemorit werden. Es sei denn, der Killer hat aufgezehrte Hoffnung dabei. Dann kann er irgendwann ja auch morien, aber ich jetzt mal nicht. Ich wurde von David verfolgt. Rappy. Ich habe eine Falle gesehen. Ah, da. Er ist an meinem Generator. Wo bist du? Neben diesem Steg. Okay, dann bist du wahrscheinlich ein bisschen... Ja, der Killer ist auch hier, also... Wenn du gerade keinen Herzschlag hast, dann geht Richtung Shack, glaube ich. Wir sind so in der Ecke beim Schiff so. Hinter ja, der ist hier immer noch irgendwie... Kleinen, hinter dem kleinen Boot kommt jetzt her. Ja, jetzt ist er weg von mir. Er hat Scream. Er den Gen? Der war aber schnell da drüben. Ich finde den Trapper so oben auf dem Hügel. Ich finde den Trapper im Allgemeinen mega schnell. Ups! Also, was ich die letzten Tage die Skillchecks nicht treffe, das ist auch unnormal. Hier bei mir runter. Er ist noch am Haken. Er läuft Richtung fertigen Gen. Ich bin direkt bei ihr. Okay. Ich war ja hier am Generator. Ich habe beim Trappy immer so ein bisschen... Er ist wieder hier, wo Angst sie am Haken hing. Ich renne Richtung Shack. Ich hoffe, hier ist nirgendwo eine Falle. Ja! Also, das war jetzt aber wirklich ein Wunschtreffer, muss man mal sagen. Er hat geschlagen, der Schlag war schon fertig und dann falle ich um. Er legt hier oben zwischen Stein und Schiff, also Boot, eine Falle. David kommt, glaube ich. Warum, ey? Er kommt jetzt wieder dir hinterher. Er hat. Nee, er ist hier. Ja, David, das war jetzt natürlich ungünstig. Ich muss halt, wie er mich da gesehen hat. Vielleicht hat er Geflüster dabei. Aber er hat doch Barbecue und Chili. Und hat mich
am Anfang so getan, als hätte er mich nicht gesehen, damit ich mich in Sicherheit biege. Hm. Ist noch am Haken. Ich erst mal heilen. Ich bin hier am großen. Ja, ich sehe dich. Schiff. Geht der weg vom Keller oder? Ich weiß nicht, wo er ist gerade. Ich habe hier. Ich hatte gerade ganz kurz Herzschlag. Er geht wieder zurück zum Keller gerade. Ja, geht wieder in den Keller. Das lasse ich nicht sterben da unten. Ich werde wieder. Er hat die komplette Shack zugetrappt. Das kommst da nicht rein, glaube ich. Das finde ich so schade. Also ich finde, der Trapper ist auch so ein guter Killer. Man muss da nicht die ganze Shack voll kleistern mit seinen Fallen. Ja. Ah ja, das wird schon wieder so eine... Oh, jetzt kommt die mit dem Killer hierher. Ich hab die Runde. Er folgt ihr aber nicht mehr, aber ich glaube, das weiß sie noch nicht. Er war hinter mir gerade. Ich meine, Jen ist hier bei... bei Viertel, aber der... Killer ist da! Ich bin jetzt, glaube ich, an deinem Generator. Ja, ich glaube, die ist hier irgendwo. Er hat die Mac schon wieder. Hm. Hallo! Hm. Die hängen sich irgendwo noch da hinten am Steg. Ich würde halt gehen, das sah aus. Gerne. Ja, einfach so. Fly, hi. Aber das. Kacke. Er geht zum Generator. Mhm. Er hat da eine Falle ins Gras gelegt. Ist wieder am Haken. Ja, ich sehe es. Er ist schon campy, ne? Jetzt schon dreimal an mir vorbeigerannt. Er steht hier. Also, das ist jetzt aber auch so ehrlich. Also, das ist auch Facecam, was der hier macht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, egal welcher Rang der Killer ist, Facecam ja. Finde ich nicht in Ordnung. Nee. Was? Also und dann auf dem Trappy, weißt du, der echt schnell ist, der jeden Survivor locker einholen kann. Ja. Also hier der Gen, wo er mich gerade hinhängt, der war auch schon übelst weit. Ja, da war ich vorher dran. Dann musste ich ja weg, weil die Mac da hingerannt ist. Mhm. Die Mac ist auch irgendwo bei dir, aber die heilt sich, glaube ich. Naja, er kommt, aber er geht hier auch nicht weg. Jetzt geht er ein Stückchen weg, hoch zur Richtung Check, jetzt kommt er wieder her. Ach, das ist halt echt, ne, wenn du am Wochenende aufnimmst. Also, weil wir nehmen immer am Wochenende auf. Oh, da spielt halt jeder Dulli. Also halt, so sind ich auch. Aber halt auch wirklich so die Dummies. Und dann kriegst du ständig solche Lobbys ab. Ich glaube, wir müssen uns halt wirklich angewöhnen, dass wir irgendwie früh aufnehmen. Ich glaube, früh war es immer nicht ganz so extrem schlimm.
Weißt du? Wenn wir Sonntag früh immer manchmal aufgenommen haben, da war es, glaube ich, von den Lobbys her nicht ganz so kacke. Hätte ich ziehen? Ja, er rennt der Mac hinterher, glaube ich. Wir können natürlich einfach mal wegkriechen, dass er mich nicht mehr findet. Ich heile mich schnell und dann kannst du in meine Richtung so ein bisschen kommen. Ja, ich bin aber auch noch nicht ganz voll. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen weg. Ja. Aber ich glaube, er kommt. Ja, ja, er ist hier. Er lässt mich liegen. Jetzt nicht mehr. Komm in den Keller. Er hat auch eiserner Griff dabei. Also sein Ziel ist echt, die Leute in den Keller zu bringen. Ich weiß halt nicht, ob hier eine Falle liegt. Also so wie ich das gerade gesehen habe, beim Tragen lag nur da bei, wo die Palette ist, eine. Lass mich vor, lass mich vor. Wow. Hier ist bestimmt eine Falle. Ja, durchs Fenster eventuell. Nee, durchs Fenster ist keine. Bin ich durch. Hat der Insidious dabei? Er folgt mir. Die Luke ist da, wo du den Gen, wo wir zusammen am Gen saßen, mitten in der Map. Ja, aber ich liege. Aber hatte der jetzt heimtückisch dabei, dass dein Terrorradius aus ist? Ja, er hatte Terrorradius. Aber das ist, du kommst aus dem Keller und der steht in der Tür. Was willst du da groß machen? Mir hätte jetzt rein theoretisch ein Decisive Strike helfen können. So für ja, 20 Sekunden, weil er mir eh wieder hinterhergekommen wäre. Also er ist weder bei Mac noch bei dir. Mac ist bei der Check an dem Generator. Er trappt jetzt bestimmt die Luke. Hm. Ich will nochmal zum Ausgang gucken. Wow, Mac. Die Susi. Nicht, wo noch ein Generator ist. Also oben an der Shack, da wo sie hergekommen ist, steht einer. Ich weiß nicht, auf dem Schiff, der ist da auch noch nicht gemacht, oder? Hm. Beck ist auf dem Schiff und ich weiß nicht, was sie da gerade gemacht hat. Im Laufen geteabaggt oder so, keine Ahnung. Aber, oh, er ist auf dem Schiff. Und er hat daneben geschlagen. Was hat die für einen Max? Jetzt hat er sie. Mac. Okay, das war halt. Ja, gut. Ja, gut, das ist jetzt hier absolut sinnfrei. Kannst du klicken. Wenn sie tot ist, geht zur Luke. Ja, ist der okay. Er ist doch dreimal so schnell an der Luke wie ich. Vielleicht weiß er nicht, wo die ist. Die ist mitten auf dem Feld. Aber die Ausgänge auch schon getrappt hat.
Herzschlag. Trapped da. Ah, da ja, ist er. Kommt. Ja, du musst auch. Aber noch mal ein paar Punkte. Wow. Scheiß Camper, ey, echt. Es macht einfach keinen Spaß, der DVD zu spielen, ehrlich. Ja. Es macht auch für mich keinen Spaß, langsam mehr hier irgendwelche Folgen hochzuladen, wenn die so sind, weil das macht auch den Zuschauern keinen Spaß mehr zu gucken. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn wir stets und ständig einfach nur sterben, 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 sterben. Tja, aber es ist ja nicht so, dass wir uns die Folgen raussuchen, dass wir nur die hochladen, wo wir sterben. Es gibt halt einfach keine Runden, wo wir überleben. So, letzte Runde für heute. Jetzt werden die Arschbacken zusammengekniffen. Und durchgezogen. Steve ist... Sand weckt mich. Steve hat eine Halloween-Brotdose dabei. Ich bin gerade kurz erschrocken. Also wenn das jetzt hier nichts wird, ne, dann müssen Heideltraud und Inge wieder ran. Ja. Wer bist du jetzt gerade eigentlich? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich bin im Bill. Okay. Ich mache hier gerade einen Totem. Jetzt ein Generator. Okay, der Killer jagt Lob Steve. Killer ist unsichtbar? Nee, ist ein Micha! Ah, deswegen habe ich ihn nicht gesehen jetzt mit dunkler Wahrnehmung. Ich habe ihn auch nur so ganz kurz so... Bruder muss los. Er ist halt noch nicht aufgeladen. Es bockt noch. Ich versuche irgendwie wegzukommen. Ja, mehr. Steve ist hinter dir. Kate rennt hier auch rum. Jetzt gucke ich hier die ganze Zeit in die beiden Richtungen. Oh, komm, geh! Dann kommt er aus der ganz anderen Ecke. Wir waren gerade oben. Jetzt ist er da. Komm von der anderen Seite. Oh, hier seid ihr direkt. Sag ja, ich gucke in eine ganz andere Richtung. Ich war gerade komplett erschrocken, da kam der auf einmal von der anderen Seite. Boah, Micha, Alter, echt, ey. Du bist ein Du alter Malermeister, ey. Ey, wenn das ein Spiegelmeiers ist und der Hawkins für sich mitgenommen hat, gell? Ja, dann Jumpscares ohne Ende. Ja, ja, glaube ich. Ja, gerade wieder Steve. In die Richtung muss man weg, wo ich her bin. Ja, nee, da renn ich jetzt hin. Ich bin hoch. Na, da können wir gucken, ob ich von da oder von da komme. Ach, Micha. Ach, Steve ist dein Leid. Okay, aber wir haben schon drei Generatoren fertig. Steve ist jetzt quasi rechts von dir. Da, wo du jetzt hinrennst, in die Richtung. Ich mach mal oben den Single-Gen. Versuche ich mal. Okay. Ich habe hier noch ein Totem gefunden.
Tada Twizzy. Ich gehe davon aus, dass es wirklich ein Spiegelmeier ist, weil er kann sich nicht hochstalken. Er hat sich noch nicht einmal hochgestalkt. Er jagt noch Twizzy. Aber wo ist die Frage? Ja, also hinter mir quasi. Ich sitze am Singletjen oben und da, wenn ich nach hinten gucke, Richtung Tür, sehe ich sie. Ich gehe mal im Labor gucken. Jetzt ist sie, da, der ist an, der im Labor. Den haben wir, jetzt ist er wieder bei Steve. Jetzt haben wir aber alle Generatoren auf der einen Seite, glaube ich, gemacht. Ich mache den jetzt noch oben. Oh, die sind ja hier in dem Raum, dann sag's doch mal wer. Ich renne hier einfach rein und dann sind die. Micha und Steve. Das ist halt assi, weil du den null hörst. So, den hörst du erst im letzten Moment. Ja. Ja, aber dafür kann er sich halt als Spiegelmeiers nicht hochstalken. Vielleicht sollten wir mal erklären, was ein Spiegelmeiers ist für die Leute, die das nicht wissen. Ein Spiegelmeiers. Ich bin jetzt unter dir quasi. Wenn du die Treppe dort runterkommst, direkt. Dann nach links abbiegen. Ja, da die rennen nur gerade an der Treppe darum. Da bin ich gerade nicht hin. Kate ist auch hier. Ich weiß nicht, was die Kate für eine Aufgabe hat. Die rennt hier nur. Total. Ein Spiegelmeiers. Das ist ein Add-on, was er dabei hat. Und damit kann er quasi 12 Meter durch Wände sehen. Und dementsprechend kann er dich halt deutlich oder oft erschrecken, weil du ihn nicht hörst, aber er dich halt sieht. Und er kann dann so Überraschungsangriffe quasi machen. Und das ist halt der sogenannte Spiegelmeiers. Der dich halt sieht. So, unser Generator hier unten ist relativ weit. Komme. Ja, der ist schon besetzt. Hab hier noch ein Werkzeugköfferchen. Hier ist ein Tote, mach das mal weg. Oh. Hinter dir. Ja. Ha, das ist nöt geworden! Ich mach's weg. Wo ist denn der andere Ausgang? Ach, da direkt. Also ich gehe raus, wenn ich rauskomme. Ich will raus, ich will raus, lass mich raus. Er hat die Kate in dem Raum vor uns, also vor meinem Ausgang. Ja, ich versuche zu Steve zu kommen. Nee. Aber er ist nicht mehr bei Kate. Wow, er ist wieder hier. Hab ihn gestunt, also... Ja, der Ausgang ist 99. Ich gehe zu Steve. Ich bin schnell zurück. Oh, ich muss raus. Mach auf. Ich muss schnell raus. Ich will raus. Ich will diese Runde einmal entkommen. Ich, tschüss, Leute. Es tut mir echt leid. Der campt halt da übelst drum. Ja, der stand dort beim Haken. Ja. Jetzt jagt er Kate, aber jetzt heilt sie sich wieder. Bringt doch nichts. Ich gehe jetzt auch raus. Das bringt einfach nichts. Er jagt die Kate. Ja. Ich gehe raus, sorry. Es gibt jetzt wieder im Afterchat übelsten Shitstorm, weil wir einfach rausgegangen sind. Aber sorry, er campt da halt übelst rum. Das müssen wir uns dann auch nicht antun. Deswegen, ja, sind wir wenigstens einmal entkommen heute. Yay! Oh, wenn auch wir nicht altruistisch gehandelt haben. Nein. Sorry, Mates. Aber wir wollten wenigstens einmal raus. Ja, ich würde sagen, das war jetzt wenigstens mal noch ein schöner Abschluss für diese Runde und ja, ich bedanke mich bei euch immer fürs Gucken, aber ich sag's euch, DBD ist einfach echt nervig im Moment. Wirklich. Ja. Also ich möchte sowas nicht hauptberuflich haben. Mit nee. Beispiel oder so, wenn die müssen ja jeden Tag spielen. Das brauche ich nicht. Das wäre mir nicht. Gut, das machen wir ja zum Glück aber auch nicht. Wir hoffen, euch hat es wenigstens ein klein wenig gefallen, auch wenn wir jetzt nicht altruistisch gehandelt haben, die Mates im Stich gelassen haben und zweimal gestorben sind. vielleicht sollten Heideltraut und Inge nochmal zu Besuch kommen und das Ganze klären. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Und da geht's los mit dem Shitstorm. Ciao. Tschüss.